Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi und dem Hendrik. Hendrik ist unser Atemschutz-Spezialist, nenne ich es mal, weil er ist im Atemschutz-Notfallteam. Deshalb er ist mit dabei und pass auf, dass ich auch alles richtig sage. Wir werden heute darüber sprechen, Atemschutzüberwachung, kurz ASÜ. Erstmal ganz kurz rechtlich, ganz kurz, was trägt man genau ein und warum vor allem. Und ihr werdet auch sehen, was es noch für andere Arten von Atemschutzüberwachungstafeln nämlich gibt. Wir packen einfach mal kurz eine aus. So ganz grob. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, warum wir das überhaupt machen. Los geht's. In der Feuerwehrdienstvorschrift, die gelten ja für uns alle, gibt es sozusagen in der Feuerwehrdienstvorschrift 7, da geht es um Atemschutzeinsätze und da ist der Punkt unter 7.4, dass wir verpflichtet sind, eine Atemschutzüberwachung zu machen. Das heißt, eigentlich jeder Einheitsführer ist dafür verantwortlich, dass das gemacht wird. Ist Eigenschutz und ihr müsst daran denken, alles, was an Vorschriften gibt, hat einen Grund, denn es ist damals schon was passiert, aber wir sind ja viel besser geworden, deshalb FEDV 7 steht es drin. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat jetzt einen Einsatz, also oft wird ja so bei Übungen so gesagt, Maschinist, bla bla bla, und du machst die Atemschutzüberwachung. Was sagst du dazu? Also Maschinist sollte nie die Atemschutzüberwachung machen, weil an der Maschine es zu laut ist und er sowieso genug anderes zu tun hat. Er gibt sämtliches Material ja vom Auto und kümmert sich um Wasserversorgung und so weiter. Im Prinzip ist er schon Handlanger, warum sollte er denn noch sich mit dem Brett beschäftigen? Das geht. Geht eigentlich gar nicht. Zumal, wenn man mehrere Trupps drin hat, das echt stressig ist. Das werdet ihr gleich kurz sehen. Wir werden nämlich gemeinsam das gleich mal ausfüllen, dass ihr mal seht, worauf man da achtet, was man machen muss und warum man das macht. Aber wie gesagt, es steht festgeschrieben, dass man es machen muss. Da ist leider kein Spielraum. Das ist leider eigentlich auch gut so. Ne? Zum Glück ist da kein Spielraum. Okay, also das heißt, Atemschutzeinsatz, wir gehen rein und sobald ihr unabhängig, also wir reden nicht vom Filtergerät, wir reden von umluftunabhängigen Atemschutzgerät. Also sozusagen die PAs, die Pressluftatmer. Und dann müssen wir sozusagen jedes Mal im Einsatz, auch bei einer Übung, das machen. Das müsst ihr auch üben, das werdet ihr sehen. Das Unterschied ist, ob man das jetzt nach einiger Zeit macht. Wir kleine Ortsfeuerwehren haben nicht so viele Atemschutzeinsätze. Oder eine Berufsfeuerwehr wird sagen, na klar, wir wissen ganz schnell, natürlich, ne, das ist Einsatzroutine. Aber wir sprechen jetzt mal kurz durch, wie das losgeht. Grundlage erstmal, dass man davon ausgeht, dass ein Atemschutzgeräteträger oder Trägerin für einen Hinweg halb so lange braucht wie für einen Rückweg. Das heißt, genau. Rückweg ist gleich hin mal zwei, sagen wir mal so. Ne? Ja, genau. Okay, das heißt, wenn einer so, man geht davon aus, es kann, der Rückweg kann behindert worden sein, da kann was eingestürzt sein, man ist einfach kaputter vom Einsatz und dementsprechend haut man noch mehr Atemluft durch. Das ist ganz normal. Ne? Vielleicht hat man noch einen verletzten Kameraden oder ähnliches im Schlepptau, was man noch mitnehmen muss oder man rettet eine Person, die noch mit zurückgeführt werden muss. Das ist natürlich alles anstrengender, viel anstrengender, als wenn ich einfach in Anführungsstrichen nur meine Gerätschaften damit hinbringe. Ne? Auf jeden Fall, richtig, genau. Also darum geht's. Also das heißt, das wird für manche dann echt eine traurige Wahrheit, wenn man mit so wenig Druck ankommt, dass man dann sagen kann, schön, dass du da warst, aber jetzt gehen wir mal wieder zurück. Aber da reden wir gleich drüber. Kommen wir mal zu dem zur Atemschutzüberwachung ASÜ. Dafür haben wir auch die Atemschutzüberwachung, haben auch meistens eine eigene Weste mit so einem großen Schachbrett drauf, quasi, wo man dann gleich erkennt an Einsatzstelle, hier ist die Atemschutzüberwachung. Also wir empfehlen, glaube ich, ganz eindeutig einen ruhigen Raum. Ja. In der Feuerwehrdienstvorschrift 7 steht sogar drin, man kann sich jemanden hinzuziehen, der einfach damit vertraut ist und kann diese Atemschutzüberwachung führen. Das ist ein verantwortungsvoller Job. Das heißt aber, es ist eine gute Nachricht für Leute mit dem Handicap. Das ist eine der Aufgaben, die man machen kann, ohne dass man jetzt selber im Einsatz aktiv ist, sondern mehr in einem ruhigen Raum, wie zum Beispiel jetzt hier im MTW, sagen kann, ich mache es, aber hundertprozentig. Weil mir ist wichtig, dass die Kameraden und Kameraden heil wieder nach Hause kommen. Also, los geht's. Ich bin euer Atemschutzüberwacher. Hört mich jemand? Funkrufname. In diesem Fall ist es Festback 1 und der Trupp 2 wäre Festback 2. Das heißt, das wären unsere beiden Atemschutztrupps. Der Festback 1-Trupp würde heute bestehen aus Hendrik Fuhrwerk und Laurent Hämig, der heute auch nebenbei filmt. Test 1, Test 2. So, okay. Jeder Trupp besteht ja aus zwei Personen. Das heißt, normaler Trupp so, hier Hendrik und Laurent und im anderen Trupp wäre jetzt Test 1 und Test 2, ist egal. So, was tragen wir jetzt hier, wenn wir jetzt von oben, es geht von oben nach unten immer weiter durch. Das heißt, das nächste, was jetzt kommt, ist Anfangsdruck, Einsatzbeginn.
Was ist denn eigentlich unser Einsatzbeginn? Das heißt, wenn ihr zur Prüfung des Geräts guckt, was euer Gerät hat, dann stellt ihr fest, dass wahrscheinlich Hendrik 310 Bar drauf hat und Laurent hat 300. Dann ist wichtig, dass man pro Trupp auch sagt, was ist das Einsatzziel und wo befinden die sich? Weil das Einsatzziel beim ersten Trupp wäre jetzt zum Beispiel Brandbekämpfung, Haupteingang 1 oder Brandabschnitt 1, BA1. Und der zweite Trupp ist zum Beispiel BA2, Brandabschnitt 2. Also der jetzige Einsatzauftrag ist noch nicht bekannt. Also man muss jetzt nichts ausfüllen, was man nicht weiß. Dann lässt man es einfach leer an der Stelle. Der andere Trupp hat sich auch gemeldet. Der eine hat 270. Man hat nämlich 10% Toleranz. Das ist noch in Ordnung. Das heißt, so mit diesen Drücken wurde sich hier bei der Atemschutzüberwachung gemeldet. Das heißt noch nicht, dass sie angeschlossen sind und schon anfangen, die Atemluft zu verbrauchen aus den Flaschen. Man geht davon aus, dass wenn sie jetzt sozusagen, die gehen jetzt in Einsatz rein, die gehen in Brandabschnitt 1 zur Brandbekämpfung, gehen durchs Treppenhaus und stehen jetzt an der Tür, an der, man sagt dazu in der Feuerwehr auch Rauchgrenze. Man geht davon aus, wenn sie sich dann anschließen, dass sie dann die 310 bzw. 300 Bar anliegen haben. Das heißt, bei Minute 0, beim Einsatzbeginn, diese Zeile spart man sich jetzt hier, haben sie ja den Druck, den sie vorher bekannt gegeben haben. Jetzt zum Einsatzgrundprinzip. Wir haben ja gesagt, dass eine Einsatzkraft doppelt so lange zurückbraucht wie hin. Vermutlich. Das kann auch immer Ausnahmen haben, aber davon geht man aus bei dieser Datenerfassung auch. Wer dieses nicht so oft macht, dem empfehle ich, diese Liste gibt es oft im Internet frei zum Download, dass man sieht, hier bei welchem Druck man angekommen ist. Das ist hier diese erste Zeile. Und bei wie viel Bar man dann den Rückzug antreten müsste. Und das entspricht dann die Minuten. Das heißt, ich glaube, der einfachste Fall ist zu erklären, ich komme an am Einsatzort mit 200 Bar. Die Flasche hat 300 Bar, das heißt, ich habe 100 Bar verbraucht, hier in dem Punkt, um anzukommen. Das heißt, wohl wissen, dass ich doppelt so viel Atemluft oder doppelt so viel Zeit brauche, wie ich hingebraucht habe, heißt das für mich sofort Rückzug. Das heißt, für mich ist die Party beendet. Ich habe den Einsatzort gesehen, aber wenn ich nur mit 200 Bar ankomme, habe ich leider zu viel Luft verbraucht und die Sicherheit geht vor. Das heißt, ich müsste sofort den Rückzug antreten. Je weniger Luft man natürlich für den Hinweg verbraucht, desto mehr Einsatzzeit in Minuten ergeben sich daraus. Das heißt, das Perfekte wäre, ich würde nur 10 Bar verbrauchen, könnte ich nach 28 Minuten erstmal einen Rückzug antreten. Dementsprechend noch, oder wenn 50 Bar sozusagen die Restdruckeinrichtung anspricht und sagt, es wird Zeit für einen Rückweg. Das heißt, das wäre der ideale Fall. Und ich sage mal, auch hier so mit 270 Bar, das heißt, wenn ich nur 30 Bar verbraucht habe, ist das hervorragend für uns. Da wissen wir, dieser AGT kann ewig lange bleiben. Ne? Okay, das heißt, das variiert je nach Einsatz und je nach Gelände oder Schwierigkeitsgrad, um die Einsatzstelle zu erreichen, weiß man, wann man dann zurück muss. Beispiel, 250 Bar, dann weiß man, okay, ich habe 50 Bar verbraucht. Das heißt, bei 100 Bar, die brauche ich für den Rückweg, entspricht 18 Minuten. Das heißt, das wäre so meine Spalte. Das heißt, ich habe im Grunde genommen, jetzt habe ich mal diese zwei Zeilen, über die spreche ich gleich, die habe ich mal kurz übersprungen. Es geht darum, wann ist der Trupp am Einsatzziel angekommen? Das meldet der Trupp. Es gibt einen Funkspruch, Atemschutzüberwachung von Festbeck 1. Ja, hier Atemschutzüberwachung Festbeck 1. Festbeck 1 beginnt jetzt den Einsatz und dann weiß die Atemschutzüberwachung, okay, die haben begonnen um 14.48 Uhr. Und dem Moment, wo er losgeht, stellt er die Uhr. Wichtig ist bei diesen mechanischen Uhren, einmal ganz aufdrehen, wieder zurückdrehen auf 10 Minuten. Ihr stellt immer nur auf 10 Minuten an. Ihr könnt von mir aus auch hier ein Strichchen machen. Ich mache das mal. Immer nur auf 10 Minuten einstellen. Das sind die drei Punkte, wo der Angriffstrupp oder der PA-Trupp selbstständig meldet, wenn das ein Geschehen ist. Und zwar, wenn die am Einsatzort dran sind, dann melden die sich bei mir. Das trage ich dann hier ein. Das heißt, Beispiel, beide haben mit 250 Bar und melden sich um 15 Uhr glatt. Dann weiß ich jetzt im Kopf, wie viel Luft die verbraucht haben oder orientiere mich an dieser Hilfstabelle. Ich weiß, für mich ein Alarmzeichen ist 100 Bar, Achtung, weil die brauchen doppelt so lange wie zurück. Also ich würde in dem Fall, also das machen natürlich die Feuerwehren unterschiedlich, aber ich würde jetzt mit dieser Kenntnis von diesen 100 Bar, würde ich mir eintragen, 100 Rückzug für mich. Das ist meine Bemerkung, weil ich weiß, da muss garantiert Rückzug angetreten werden. Wenn der Trupp gearbeitet hat und es war nicht so viel zu löschen, der Tannenbaum ist aus und der meldet, ich habe jetzt gebraucht 120 beim Rückzug und
der Truppmann hat jetzt noch 130 und das um 15.09 Uhr. Dann weiß ich, alles ist gut, er beginnt nämlich mit dem Rückzug und er hat noch genug Atemluft, um zurückzukommen. Einsatzende ist er wahrscheinlich sogar mit 60 angekommen und der Kollege mit 80. Das sind jetzt nur rein fiktive Werte. 15.14 Uhr sogar schon zurück und alles ist gut. Ne? Das ist sozusagen der Ablauf, wie er sein könnte. Darüber hinaus, ich habe ja die Uhr gestellt und bei meinem Brabbeln sind schon 3 Minuten vergangen. Also 10 Minuten sind schnell vorbei im Einsatz. Das ist der Zeitpunkt, wo die Abendschutzüberwachung wirklich nochmal überwacht und sagt, Kollegen, ich brauche jetzt bitte mal eure Drücke. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, drehe ich jetzt mal runter auf. Okay. Das Erste, was ich mache, ist wieder auf 10 Minuten zu stellen. Und würde jetzt funken. Mein Assistent hilft. Kannst du bitte mal für Festback 1 den Druck abfragen? Festback 1 von Artenschutzüberwachung kommen. Festback 1 hört. Frage Druck kommen. So, das heißt, jetzt gucken die Artenschutzgeräte auf ihre Geräte, auf die Manometer. Druck Helmich 250. Druck Fuhrwerk 250. Kommen. Ah, verstanden, Ende. 14.55 Uhr. Okay. Kannst du gleich mal Festback 2 auch abfragen, bitte? Ja. Festback 2 von Artenschutzüberwachung kommen. Wichtig ist, sobald es Ringel die Ring macht, und das habe ich jetzt beim zweiten jetzt bewusst nicht gemacht, wenn ich jetzt lange Zeit verbrauche mit Funken und so vergesse, die Uhrzeit zu stellen, dann verschiebt sich alles. Dann ist ja nachher 40 Minuten Einsatz, nicht 30. Deshalb, sobald es ringelt, merken, wer hat geklingelt, gleich wieder auf 10 stellen. Und dann abarbeiten die Liste weiter. Das heißt, die Einsatzzeit darf sich dadurch nicht verlängern, dadurch, wie man selber trödelt. Okay? Das heißt, bei diesen Eieruhren, sage ich mal, Aufziehuhren, bitte sofort wieder auf 10 Minuten. Immer nur 10 Minuten anstellen. Ein bisschen verwirrend ist, weil hier steht, Kontrolle nach 20 Minuten. Damit ist nicht gemeint, nach ein Delta von 20 Minuten, sondern 20 Minuten gesamte Einsatzzeit. Wichtig. Deshalb sage ich, macht euch am besten mal 10 Minuten einen Strich und nur das ganz stumpf immer einstellen. Okay. Wichtig ist, dass ihr die Drücke vernünftig durchgeht, nicht 240. Und du denkst, ah, wird da 280 gesagt haben, waren da 240, keine Ahnung. So sprecht bitte deutlich, oder wie Laurent gerade über Funk gemacht hat, 250. So, und dann ist das deutlich. Und auch am Ende ruhig kommen sagen, weil im Einsatz muss es zackig gehen. Ne? Kommen und nicht sagen, ja, 250 hier. Alle warten, kommt noch was? Also Funkdisziplin, bitte seid da genau und auch pingelig und zackig. Nichts ist schlimmer, als wenn du was schreiben willst und hast keine Stifte. Deshalb empfehle ich, Stifte im Fahrzeug zu haben. Allerdings Bleistifte, immer, kann man sich immer drauf verlassen. Kugelschreiber, und das kann man sich alles in die Tüte packen. Genügend Vordrucke. Wäre schade, wenn es dann so einen blöden Vordruck schneidet. Also packt ihr das hin und besser auch in so eine Folie. Man weiß nie, Einsatzwetter, macht das zu, packt das irgendwie. Von mir aus auch alles zusammen in die Tasche reinpacken. Ne, da geht es auch schon los. So eine Einsatztasche, wo das Schreibbrett drin ist quasi und das Zubehör, alles zusammen. Fertig. Dann kann man auch dieses Brett, wenn man im Freien ist, sich das umhängen. Hendrik, möchtest du das mal umhängen? Ja, geh mal her. Also man kann sich das so fürs freie Feld so umhängen. Man hat sozusagen das Brett immer vor sich und dann noch die Artenschutzüberwachungstafel an und dann sozusagen der Ansprechpartner für die Artenschutzüberwachung. Wie gesagt, und zuzutrauen ist jedem Überwacher eigentlich nur ein Schreibbrett. Das heißt nicht, er macht alleine 8 Trupps. Viel zu große Verantwortung ist nicht zu bewerkstelligen. Also man sagt eigentlich 2 Trupps oder vielleicht noch einen dritten Reservetrupp. Das ist sozusagen das, was die Anschlussüberwachung, der Anschlussüberwachung macht. Oder diese Schilder. Was machen wir mit den Schildern? Viele haben ihre Namensschilder an der Einsatzkleidung hängen und kommen dann sozusagen in den Einsatz und sagen hier einmal hier ja, Hendrik und Avila, einmal Festback Angriffstrupp 1 quasi. Jawohl, Festback Angriffstrupp 1, richtig. Avila und Hendrik. Man sieht sozusagen gleich hier, Trupp 1, dass hier sozusagen die Beine sich quasi bei der Artenschutzüberwachung angemeldet hat. Das heißt auch, manchmal, wenn mein Name schreibt, Villa, wer? Ja, ja, geh schon mal los. Wie heißt der? Villa steht doch hier, ne? Villa kann ich eintragen in aller Ruhe. Das heißt, oft werden sozusagen, also die Namen werden hier registriert, rangehangen. Und oft nutzt das Leute auch, die haben solche Schilder auch nochmal an den Artenschutzgeräten hängen, dass da steht gleich Artenschutzgerät 2 mit der Seriennummer so und so. Das kann man dann auch noch mit dazu hängen, ne? Das geht also auch. Oder manche hängen das hier mit drunter. Oder hier hängt das beim Trupp schon mit dran. Ne? Dann hängen manchmal auch 2. Nicht, dass euch wundert,
Das ist sozusagen das Atemschutzgerät, was der jeweilige Truppmann sozusagen oder Truppführer im Einsatz hat. Ne? Okay, also das sollte man aber da haben. Es wäre ja schade, wenn der einer sich anmeldet, nur weil er sein Schildchen zu Hause in der Wäsche vergessen hat, keine Ahnung, dass es nicht losgeht. Das heißt, die muss man da haben. Wichtig ist, das, was ihr hier ausfüllt, ist ein Dokument. Das ist wichtig. Das ist eine Erfassung zum einen für euer AGT-Logbuch, dass ihr wisst, ihr wart im Einsatz, seid tauglich und so weiter. Und wenn hinterher mal irgendwas passieren sollte, Folgeschäden und so weiter, alles ist ein Dokument. Das heißt, auch wenn es hier zum Abwischen gerade ist, bitte auf den Kopierer vorher legen oder einscannen oder abfotografieren, am besten in den Einsatzbericht mit rein. Das ist also ein Dokument, was man nach dem AGT-Einsatz sehen möchte. Das ist das eine. Und was sie auch empfiehlt, ist vielleicht eine transparente Folie rüberlegen, so als Deckblatt, dass wenn man draußen das macht und es regnet, dass man sozusagen einen wetterfesten Schutz drüber ziehen kann. Ne? Hilft, das sind so kleine Tipps. Okay, ich würde sagen, wir gucken mal, wir haben noch verschiedene Bretter, Artenschutzüberwachungstafeln da. Ja. Und ich würde sagen, die gucken wir uns einfach mal gemeinsam an. Los geht's. Da sieht man, ich sitze immer auf der anderen Seite vom Punkt. Ne? Ich gehe wieder die Brücke durch.